Heute ein Lagebericht von der HPS. Wir sind jetzt im Monat 4 der Corona-Krise. Wir haben am Anfang auch einige Maßnahmen ergreifen müssen, damit wir über die Krise hinwegkommen. Angefangen von Mitarbeitern nach Hause schicken, die ihre Kinderbetreuung nicht mehr so wahrnehmen konnten, bis hin zu Risikopersonen. Das war schon eine Herausforderung. Dann waren einige Kunden nicht erreichbar oder Liefertermine haben sich auf einmal verschoben von vorne nach hinten. Es waren also sehr unsichere Zeiten, die Monate März bis April, Mai rein. Da nochmal ein großes Dank an unsere Mitarbeiter, dass das alles so gut geklappt hat. Auch die Flexibilität ist super immer noch. Jetzt sind wir wieder voll ausgelastet. Es gab einen kleinen Auftragsstau. Jetzt kommen die ganzen Aufträge wieder rein. Es muss jetzt alles mit Hochdruck fertig gemacht werden. Material ohne Ende. Das muss alles weggearbeitet werden. Die Auslastung ist sehr gut. Wir gehen also positiv ins zweite Halbjahr und hoffen, dass uns natürlich wie alle anderen Unternehmen auch nicht noch eine zweite Welle trifft und wir wieder in verschärften Maßnahmen kommen. Das wäre nicht so schön. Aber wir hoffen das Beste für alle, für uns, dass wir da weiterhin gut über die Bühne kommen.